eine arabische Maus. Ja, ich war damals 17 oder so und er hatte so dunkle, ins Gesicht fallende Haare und ganz grüne Augen. Und er hat immer so ganz enge schwarze T-Shirts getragen und Nietengürtel. Ah, das ist ja furchtbar. Nein, es war total sexy. Ich war total verliebt in ihn. Und eines Abends nach dem Konzert, da stand ich da mit meinen Mädels an der Bar und dann kam er da mit der Band und ja, ich habe dann ihn angestupst und habe gesagt, hey, du solltest dich vielleicht mit meiner Freundin Eva verabreden, weil die steht nämlich total auf dich. Und dann hat er sich umgedreht und hat gesagt, tja, das ist aber schlecht, weil ich stehe total auf dich. Es war so krass, echt, er war so süß, ja, und dann das. Ja, und dann sind wir ausgegangen und ich habe an dem Abend so getan, als ob ich gar nicht auf ihn stehe, weil ich eigentlich total verunsichert war und ich wusste überhaupt nicht, wie ich reagieren sollte. Und ja, wir haben uns danach dann noch öfter gesehen und ich bin ihn auf den Konzerten besuchen gegangen und wir hatten echt eine schöne Zeit. Und ja, wie das halt so ist am Ende des Sommers, du kennst das vielleicht, man schreibt sich dann Karten hin und her und man verspricht sich, dass man sich auf jeden Fall sehen wird. Und man sagt, dass es... Natürlich nicht. Dann ist das der richtige Zeitpunkt, um dir klarzumachen, dass ich ein Super-Rockstar bin. Das ist ja ganz toll. Da bin ich ja froh, dass wir das geklärt haben. Ja, er filmt seine Bräute beim, du weißt schon, beim Rumkriegen. Und danach zeigt er die Filme seinen Kumpels. Bitte? Seinen Kumpels? Okay. Olivia, was machst du denn hier? Du perverses Schwein! Emily, warte! Was ist denn? Immer muss mir sowas passieren. Ich könnte kotzen. Ich habe auch Gefühle und Bedürfnisse. Ich habe Titten. Ich habe einen Arsch. Strike a pose oder was? Vogue. Sag mal, verstehst du nicht? Er ist ein Homo. Eine Schwuchtel im Hinterlader. Was? Ein Arschbandit. Eine Schwuchtel. Er ist ein Schwuler. Sag mal, spinnst du jetzt oder was? Ich liebe ihn. Hallo, Schatz! Was macht ihr da? Nimm noch einmal richtig durch! Ach, danke, er hat sich eingeschenkt. Ja, das kann er gut. Hallo, ich hab dir was zu essen mitgebracht. Schnitzel und Pommes. Hallo, ich bin Ines. Hallo, ich bin Uli, ich bin der... Der gerade gehen wollte. Nein, nein, Schatz, der hat schon gegessen. Aber es ist doch... Oh, so ein bisschen könnte ich noch. Schickes Top, das Sie da anhaben. Ist das neu? Ja, danke. Ich hab's gerade gekauft. Mhm. Schatz, ich hab noch einen Friseurtermin. Ich komme dann heute Abend nochmal wieder, ja? Bis gleich, Schatz. Hab dich lieb. Ich hab dich mehr lieb, Schatz. Ich hab dich noch mehr lieb. Ich liebe dich über alles. Ich hab dich auch lieb. Ich hab dich lieb. Du streichst blau? Du hast blau. Das ist kein blau. Doch. Das ist violett. Außerdem geht sich ein Scheißdreck an, welche Farbe ich streiche. Ja, aber wir brauchen einen Leichenwagen. Wir brauchen nur einen Leichenwagen. Also, keine Zeugen, keine Tatwaffe. Was suchst du? Überwachungsvideo. Wurde das schon gesichtet? Also gar nicht eingeschaltet. Und warum rufst du nicht zurück? Brauchst du nicht so schwer atmen. Sag's mir doch einfach. Steffen. Ja. Weil ich keine Lust habe. Und wenn du nicht professionell genug sein kannst, mit mir weiterzuarbeiten, dann musst du dich eben versetzen lassen. Ansonsten habe ich keinen Bock mehr, irgendeine Art von Gespräch mit dir zu führen.